Hallo lieber Fisch, herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Monat März. Ich freue mich, dass du da bist. Bin schon gespannt, was ich dir weitergeben darf. Alle Infos zu diesem Orakel findest du unter dem Video in der Infobox von mir aufgeschrieben. Auch welche Karten ich verwende. So, was darf ich weitergeben für das Fische-Kollektiv? Was kommt im März? Welche Situation darf ich beleuchten? Für den Fisch. Was kommt im März? Der Page der Münzen, zwei der Schwerter und die Königin der Schwerter. Erdenergie und Luftenergie. An der Unterseite haben wir die Zehen des Feuers. Das sind die 10 Stäbe im klassischen Tarot. Die 10 Stäbe zeigen eine gewisse Belastung an, eine Überforderung, so nehme ich das wahr, in einer Situation. Diese Überforderung hat unter anderem mit einer Entscheidung zu tun, die hier getroffen werden muss oder darf im März. Mit dem Page der Münzen kommt ein konkretes Angebot auf die Fische zu. Okay. Das kann im beruflichen Bereich sein, aber auch im privaten Bereich. Ja, ich möchte mich da nicht einschränken. Es kann ein finanzieller Aufschwung sein, den ich hier sehe, den dieses Angebot mit sich bringt. Das kann ein Wohnungsangebot sein zum Beispiel. Wir schauen gleich mal noch näher in die Karten rein. Aber es ist so der Beginn. Hier wird dir mein Neubeginn geboten, ja, für eine Veränderung, für ja, eine Weiterentwicklung quasi in deinem Leben. Okay. Der Page der Erde zeigt auch ein gewisses Pflichtgefühl an. Er ist sehr bodenständig, er ist sehr sorgfältig, er geht aber auch langsam und geduldig an Neues heran. Ja, was ich hier wirklich wahrnehme, ist, dass du nichts überstürzen wirst im März in Bezug darauf, was dir da geboten wird, weil die 2 der Luft liegt hier ebenso. Und das ist die Herausforderung für dich im März. Das ist so ein gewisses Hin- und Hergerissensein, ja. Wie entscheide ich mich jetzt? In welche Richtung soll ich einschlagen? Ich möchte nichts falsch machen. Das sind Zweifel. Ja, vielleicht fühlst du dich auch ein bisschen, ja, im ersten Moment, wie soll ich sagen, gelähmt. Ja, gelähmt, dass man keine Entscheidung treffen kann. Unbeweglich. Also das, was da auf dich zukommt, dieses Angebot, diese Chance, die bringt auch gewisse innerliche Spannungen und Ängste mit sich. Was ich auch wahrnehme, ist, dass herausfordernde Verhandlungen auf dich zukommen können. Ja, da gibt es dann ein konkretes Angebot, aber es müssen gewisse Konditionen oder finanzielle Angelegenheiten verhandelt werden. Es ist wie zum Beispiel, natürlich trifft das nicht auf jeden Fisch zu. Die Situation gestaltet sich komplett unterschiedlich für die Fische, aber es ist wie, dir wird zum Beispiel ein Immobilienangebot präsentiert. Ja, du möchtest zum Beispiel eine Immobilie kaufen. Dann hast du da eine tolle Immobilie, es passt alles soweit. Das ist das Angebot. Und nun geht es zur Verhandlung, was den Preis betrifft. Okay, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass man, wenn man eine Immobilie kauft, dass es da erstmal in die Verhandlung reingeht. Das kann auch hier sein. Jedenfalls ist diese Verhandlung wichtig. Davor solltest du dich auch nicht scheuen oder dir frech vorkommen sozusagen. Also sei mutig, ja, stell dich mutig dieser Chance oder dieser neuen Aufgabe, die da auf dich drauf zukommt. Dieses Angebot, diese Chance bringt wichtige Gespräche mit sich.
Diese Gespräche solltest du definitiv nicht scheuen. Du solltest bei deiner Wahrheit bleiben. Du solltest dir ganz genau bewusst sein, was du möchtest, was du dir vorstellst für deinen weiteren Weg. Das solltest du auch ganz klar kommunizieren. Solltest du für dich rausfinden, nein, dieses Angebot ist doch nichts für mich. Aber ich nehme das für die meisten Fische so wahr, dass es ein gutes Angebot ist, dass es etwas Lukratives ist, dass es attraktiv ist. Wenn es nichts für dich sein sollte, solltest du auch ganz klar kommunizieren, sie hat hier wie so ein Messer in der Hand oder eine Sense, sie schneidet hier quasi die Pflanze durch. Solltest alles aus deinem Leben rausschneiden, ja, was nicht zu dir passt. Also solltest du dich auch nicht davor scheuen. Weil die Königin der Schwerter legt auch viel Wert auf Unabhängigkeit. Ja, wenn du das Gefühl hast, bei diesem Angebot solltest du irgendwie dich in eine Abhängigkeit begeben. Oder du hast ein schlechtes Bauchgefühl bei diesem Angebot, dann solltest du darüber nachdenken, das vielleicht abzulehnen. Oder wie gesagt, hart in die Verhandlung reingehen. Und Klartext sprechen, stark reingehen in Gespräche, sachlich bleiben, neutral, bei den Fakten bleiben. Also, es geht darum, definitiv klare Gespräche zu führen, Verhandlungen zu führen und eine klare Entscheidung zu treffen für dich, lieber Fisch. Okay. Hier haben wir die Rennbahn. Schnelles Handeln, gute Vorbereitung führt zum Erfolg. Das ist das, was der Page der Münze auch macht. Er bereitet sich sorgfältig vor. Der bessere Gewinn, Sieg, Preisgelder, Ausschüttung, Gewinne, Ansehen. Ja, definitiv finanzielle Aufschwünge sehe ich hier bei den Fischen. Was ich allerdings so wahrnehme, ist, dieses Angebot hast du nicht für dich alleine. Kann auch sein, dass dich das unter Stress setzt. Ja, dass dich das auch unter Druck setzt, hier etwas unter Dach und Fach zu bringen. Der bessere gewinnt die Rennbahn, das ist ein Rennen. Es gibt hier eine Sache, die nicht nur du möchtest. Daher überleg dir gut, was du möchtest. Klarheit ist wichtig in deinem Kopf, aber auch in Bezug auf die Kommunikation mit deinem Gegenüber. Mach dir ausreichend Gedanken, aber auch nicht zu viel, ja, weil wenn ich hier die zwei der Luft sehe, zu viel Zurückhaltung, da könnte dir das Angebot auch durch die Lappen gehen, so nehme ich das hier wahr. Und der Gärtner, hier darf definitiv etwas Neues gepflanzt werden, ne? Wie du siehst, er pflanzt hier ein neues Bäumchen in die Erde und dieses Bäumchen ist etwas Dauerhaftes. Visionär, der feste Glaube an eine Sache ist wichtig, optimistisch sein ist wichtig, hegen, pflegen, sich kümmern und Schaffenskraft, deine Schaffenskraft ist hier angezeigt und dazu wird dir hier etwas geboten und irgendwie, ne, du hast auch keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen, so nehme ich das wahr, das ist so, ne, vom Bild her ungefähr das Gleiche oder sehr, sehr ähnlich, ne? Hier wird etwas erschaffen. Wichtige Entscheidungen stehen hier an. Es ist etwas für die Dauer. Und was ich hier auch noch lese, ist Hegen und Pflegen. Für manche eben der Hinweis. Sollte es bei euch um eine Immobilie zum Beispiel gehen. Vielleicht ist ein großes Grundstück dabei. Vielleicht ist das Haus riesengroß. Das will alles gehegt und gepflegt werden. Das sollte man sich auch im Hinterkopf behalten. Ja, da steckt auch Arbeit drin. Das Haus hält sich nicht von alleine sauber und in Ordnung. Das sind alles so Überlegungen, die hier mit einfließen bei manchen Fischen. Man muss sich kümmern um das, was da auf einen zukommt. Also dieses Angebot bringt definitiv auch mit sich, dass man die Ärmel hochkrempeln muss. Es kann auch im beruflichen Bereich sein, zum Beispiel ein neues Projekt oder eine neue Stelle. Genau, die zwei der Luft. Man sollte sich hier ausreichend Gedanken machen, aber auch nicht zu viel Gedanken, ja. Das Ei zeigt an, dass hier etwas ausgebrütet wird. Und hier Bedenkzeit. Siehst du? Das, was ich angesprochen habe. Bedenkzeit. Darum geht's.
Nicht zu lange. Bedenkzeit ist gut, aber man sollte den passenden Moment eben nicht verpassen, zuzuschlagen oder zu reagieren. Hingabe, Widmung, Zerbrechlichkeit. Hier ist ein Angebot sehr gut, es wird dir geboten, aber es ist zerbrechlich. Die ganze Sache ist noch zerbrechlich, weil es hier um wichtige Entscheidungen geht. Familiensinn, vielleicht geht es auch darum, ein Nest zu erschaffen für die Familie. Möglich, dass hier andere Familienmitglieder auch noch involviert sind in dieser ganzen Angelegenheit. Der Schornsteinfeger spricht von Situationen bereinigen. Vor allen Dingen nehme ich das wahr, innerlich bereinigen. Hier wird vom seelischen Hausputz gesprochen, innerlich ausmisten. Und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, daran sollst du erinnert werden. Okay? Niemand nimmt das Angebot für dich an. Niemand regelt diese Sache für dich, nur du kannst das. Daran sollst du erinnert werden. Ja, innerlich ausmisten ist dieses innerlich überlegen. Passt das Angebot zu mir? Will ich das überhaupt? Ist das für die Dauer sinnvoll? Kann ich mir das leisten? Ist das rentabel? Und so weiter und so fort. All solche Fragen gehen dir im Kopf rum. Diese Fragen solltest du dir stellen, innerlich aufräumen, dir Bedenkzeit gönnen, aber eben nicht zu lange, weil mit der Rennbahn, das ist eine sehr schnelle Energie hier. Und die Rennbahn sagt mir, es gibt noch andere Interessenten. Oder wenn du möchtest, dass hier etwas ein Erfolg wird, solltest du definitiv die Ärmel hochkrempeln und handeln. Hier wird einmal von Wohlstand gesprochen, der auf dich warten kann. Reichtum, Handel, gute Geschäfte sozusagen. Der Aufstieg wartet auf dich, High Society vielleicht. Wiedererkennungswert, Markennamen. Vielleicht möchtest du ein komplett neues Produkt auf den Markt bringen. Du bist dabei, etwas zu erfinden und das soll jetzt nun wirklich unter die Leute gebracht werden. Vielleicht möchtest du eine Marke gründen. Aber es geht um den Wohlstand allgemein und den Reichtum in deinem Leben, ja, die Fülle spüren, die Fülle leben. Aber das bist du im Terrarium, diese Schlange, ja, unter diesem Tunnel. Dein sicherer Raum ist dir wichtig, Geborgenheit, Wärme, neue Perspektiven und Grenzen aufzeigen. Ich nehme hier immer wieder diese Zurückhaltung wahr. Du möchtest keinen Fehler machen, du möchtest nichts falsch machen. Du möchtest dich nicht in eine Schuldenfalle reinbegeben. Du möchtest nicht falsch investieren. Kein Geschäfte machen, wo du im Endeffekt noch drauf zahlst, ja. Aber hier werden dir definitiv neue Perspektiven geboten, die du auch in Betracht ziehen sollst. Zumindest in Betracht ziehen. So, und am Ende wird es einen positiven Ausgang geben mit der Sonne. Die Sonne steht für Erfolg. Okay, Wärme, Sommer auch. Positiver Ausgang. Glück, Energie, Lebensfreude, Selbstbewusstsein. Was ich auch ganz stark wahrnehme, ist für die Fische, dass der Sommer wichtig werden kann, noch in dieser Angelegenheit. Für die Fische. Falls du dich auch gerade erschöpft fühlst oder es im März sein wirst, gestresst, erschöpft, unter Druck stehst, sagt die Sonne auch, das wird sich auch wieder legen, das wird sich auch wieder bessern. Was darf ich abschließend noch weitergeben für die Fische? Im März. An der Unterseite, ich finde zu mir über die Verbindung zur Natur. Hier haben wir auch ganz viel Natur. Ich erlaube dem, was ist, zu sein. Ich vertraue dem Timing des Universums.
Mich verletzlich zu zeigen, ist der direkteste Weg zu mehr Nähe. Verletzlich sein, das ist wie verletzlich sein, dich mit deiner eigenen Verletzlichkeit auseinanderzusetzen, ja, mit deiner eigenen Energie, mit deiner Lebenskraft wirst du dich auch auseinandersetzen im März, ja, in Bezug darauf, habe ich Kraft für dieses neue Angebot oder vielleicht kommt dieses neue Angebot gerade in einem Moment, wo du dich schwach fühlst, ja. Deswegen sagt die geistige Welt hier, vertraue dem Timing. Verletzlich zeigen, wenn es um Geschäfte geht, nehme ich das so wahr, ist dieses, es sind Gefühle nicht am richtigen Platz bei Geschäften, ja. Da sollte man sachlich bleiben, bei den Fakten bleiben, so wie ich vorhin eben gesagt habe. Ich nehme das eher hier so wahr, dich selbst mit deiner eigenen Verletzlichkeit und mit deiner Lebenskraft und deinen Themen, die dich beschäftigen, auseinanderzusetzen. Ja, der direkteste Weg zu mehr Nähe zu dir selber. Ich finde zu mir. Ja, kann ein bisschen Stress auf dich zukommen, lieber Fisch im März. Aber es ist nichts, was man nicht schaffen kann, so nehme ich das wahr. Und ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Orakel unterstützen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du magst, sehen wir uns gerne beim nächsten Orakel wieder, um zu sehen, wie es weitergeht. Mach's gut. Bye, bye.